Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus mit dem HSV Hauptserie von meinem Kanal. Ich bin der Dico und du bist mein Brohawk und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn wir sind heute in der Entscheidungsfolge der ersten Saison und wir machen jetzt hier wieder Training 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und dann sehen wir, ja, Park haben wir eine Runde trainiert und La Soca ist auch am Start. Versuche ich mal ein bisschen jetzt noch weiter zu trainieren. Der wird ja immer und immer besser und der ist ja auch noch relativ jung. Er ist halt ein Top-Spieler. Umso höher die Stärke ist, desto schwieriger wird sie zu trainieren. Also zumindest umso langsamer gehen die Attributen hoch. Hobby auch noch weiter trainieren. Ødegaard und Zimmer auch ein bisschen trainiert. Ødegaard leider auch gar nicht so in Gange gekommen. Zählt ja immer noch in Real Life einer zu den Top zukünftigen Stars ever. Aber ob das am Ende so wird, wissen wir nicht. Und Nationalkader. Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass die Nationalkader für Deutschland für die EM bis zum 19. Mai entschieden haben müssen. Okay, dann müssen wir gleich mal reingucken. Jetzt gucken wir mal. Der Alexander Esser, der Torwart aus der eigenen Jugend, hat unterschrieben. Ich weiß nicht, ob er dieser Torwart wird, den ich in Zukunft für Adler suche. Aber einfach mal geholt, dass wir ihn vielleicht mal ausleihen können. Vielleicht entwickelt er sich ja noch. Dann weiter motivieren. Es ist das Entscheidungsspiel, ne? Ihr wisst es. Und wir gucken mal hier. Shiplock. Er ist glücklicher, dass er eingesetzt wird. Dabei habe ich ihn gar nicht eingesetzt. Ja, wieso nicht? Kann auch 11 dieser Woche. Schauen wir mal, was von uns dabei ist. Bedauerlicherweise nicht, obwohl wir so geil gegen die Mainzer gespielt haben. Obwohl wir haben schon besser, spielerisch schönere Spiele gesehen, aber es war schon geil gegen Mainz, oder? Das war schon mega. Und ich mache mal erstmal traditionell erstmal wieder Suche des Scoutes. Ah, bisher, ich habe einfach kein Glück mehr. Und ja, jetzt weiß ich, wie ich das machen wollte. Nationalberufung. Müssen wir mal eine Entscheidung treffen. Und zwar, ich überlege gerade noch, was ich jetzt mache. Hobby war gar nicht geplant. Thomas Müller, ach, er ist immer noch verletzt. Ah, Lahm will ich gar nicht dabei haben. Wo ist denn jetzt wieder Hobby? Dann setze ich Hobby halt nochmal ein. Muss man gleich mal gucken, wie lang der noch verletzt ist. Der Müller, ob er überhaupt mitkommen kann zur EM. Mal kurz gucken. Kann man das irgendwie sehen? Ist total blöd. Stats könnte man ruhig mal ein bisschen schöner noch machen. Weil ich jetzt gar nicht weiß, wie lange er noch verletzt ist. Ich weiß auch gar nicht, ob mir die Information irgendwo gegeben wird in der Nationalmannschaft. So, was machen wir denn noch? Eigentlich wollte ich auch Stindl nehmen, aber ich habe gesehen, Stindl war auch noch verletzt. Das heißt, ich kann bisher nichts ändern in der Idee, was ich hier vorhatte. Wer das in den letzten Folgen verpasst hat und auch die Nationalmannschaft gesehen hat und hat sich gewundert, warum hat der Dico den Lahm die ganze Zeit getestet und gespielt? Ich habe es total verpeilt, dass er ja eigentlich gar nicht mehr dazugehört. Hab's aber jetzt noch geändert, also keine Sorge, der ist raus. Es waren sozusagen die Abschiedsspiele von ihm, die ich gespielt habe. So, ihr seht das hier schon. Oh, ich habe gerade gesehen, die Gruppen sind ausgelost für die EM. Das geben wir uns jetzt auch noch an. Wolfsburg ist jetzt unser Entscheidungsspiel. Dann kommt Augsburg und dann Finale gegen Gladbach. Und warum ist das Entscheidungsspiel? Ich zeige es euch folgendermaßen. Ja, Leute, Gladbach hat unentschieden gespielt am 31. Spieltag. Genauso wie wir uns das wünschen. Niederlage oder maximal ein Unentschieden, weil, ihr seht das, wir sind heute am 33. Spieltag. HSV ist auf Platz 8 mit 44 Punkten. Kann maximal 50 Punkte erreichen. Hannover und Gladbach haben leider, bedauerlicherweise, wegen DFB-Pokal oder ich habe keine Ahnung warum, einen Spieltag mehr noch und dürfen maximal am 34. Spieltag nur 50 Punkte erreichen, weil dann können wir sie mit der Tordifferenz noch einholen, wenn wir natürlich Wolfsburg und Augsburg schlagen. Und Augsburg ist einen Platz vor uns. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Gladbach und Hannover endlich mal mit uns wieder gleich aufziehen, dass man da noch ein bisschen mehr hoffen kann. Und dass sie am besten Hannover am 32. Spieltag verliert. Am besten verliert Hannover jetzt alle Spiele noch. Und Gladbach am besten auch noch verliert. Solange sie nicht die 50-Punkte-Marke knacken, ist alles noch drin. Wolfsburg ist gerettet, auch wenn die heute gegen sie spielen. Wir können sie nicht mehr einholen. Das heißt, warte mal kurz. Augsburg kann noch 6 Punkte holen. Augsburg hat so schlechte Tordifferenz. Also Wolfsburg ist für mich safe, was die internationalen Plätze angeht. Das wird Augsburg nicht mehr schaffen mit der Tordifferenz her. Also 6. Platz ist definitiv sicher für
Wolfsburg, wenn nur noch Hannover und Gladbach punkten sollten, wir kommen nicht mehr ran. Das heißt, wir müssen nur noch auf Hannover, Gladbach und rein theoretisch auf Augsburg achten. Das Schlimme ist, wenn wir es verbocken gegen Wolfsburg und auch gegen Augsburg, können wir noch richtig weit runterfallen und das könnte uns den Job kosten und das darf nicht passieren. Und das wird noch eine richtig schwere Saison. Und wir gucken mal, Kalender, wie sieht's denn aus? Dann geht's los. Oh, gegen Italien müssen wir los. Dann gegen Russland und dann Belgien. Ja, what the fuck, was haben wir denn für eine Gruppe erwischt? Das werden wir uns jetzt mal in Ruhe ansehen. Tabelle, EM, Meisterschaft, da sehen wir es. Gruppe A sind wir mit Deutschland, Belgien, Italien, Russland. Also wenn das nicht eine geile EM wird, Leute, weiß ich auch nicht weiter. Gucken wir, Gruppe B ist Schweiz, Nordirland, Schweden und Rumänien. Nordirland wäre eine Mannschaft, die ich auch gern trainiert hätte mal. Aber wir haben ja demokratisch mit der Community entschieden, dass wir einen Top-Verein, ein Top-Land nehmen. Niederlande, Frankreich, der Gastgeber, Dänemark und Slowenien. Also, Dänemark ist ja doch dabei in der Meisterschaft. Die waren doch gar nicht dabei. Was ist das denn? Was ist denn das? Die waren doch gar nicht qualifiziert, Leute. Muss doch ein Bug sein, oder? Dann wäre ich jetzt auch gerne Dänemark-Trainer gewesen. Okay, jetzt können wir es auch nicht rückgängig machen. Finde ich blöd, ehrlich gesagt, weil in der Gruppe war es klar, dass Dänemark raus war. Und irgendwie sind sie jetzt doch drin. Finde ich schade. England, Spanien, Irland, Österreich in Gruppe D. Und in Gruppe... Ja, das war es eigentlich schon. Mehr gibt es ja in der Meisterschaft nicht. Das finde ich jetzt irgendwie doof mit Dänemark. Dann hätte ich auch Dänemark bleiben können, ganz ehrlich. Gut. Dürfen sich nicht aufregen, müssen wir Wolfsburg so Parkard-Vertrag unterschrieben. Gucken wir mal, wie gut die jetzt sind. Wir gucken mal, die finden alle keinen LV, das gibt's doch gar nicht, dass die alle keinen LV finden. Ich muss mal hier ein bisschen was korrigieren, sagen wir mal, Weltklasse oder sagen wir mal was anderes. Machen wir mal keine Weltklasse, also sagen wir mal, temporeich und Stammspielerqualitäten und hier sagen wir, Quatsch, hier doch nicht, sondern hier sagen wir, nicht erfolgreich, sondern Flankenspezialist und temporeich. So, mal gucken, was sie da finden. Weil bisher finden die keine LVs für mich. Gibt's keine mehr in diesem Land oder in dieser Welt. Wie es wohl aussieht, gibt's wirklich keine mehr. Und da wir ein bisschen geswitcht haben, gucke ich mal, ob ich vielleicht Glück habe. Beziehungsweise ein paar Tage rum sind. Nee, muss ein bisschen Zeit mehr verbringen. Ja, nur mal so als Hinweis, liebe Freunde, es sieht jetzt auch so aus, das muss man kurz noch beschnacken, es sieht jetzt so aus, dass wir natürlich in der nächsten Folge dann Augsburg haben. Dann haben wir Gladbach. Dann wird es so sein, dass wir kurz vor der EM wird es eine Überblicksfolge geben, weil die EM ist natürlich wieder so programmiert in FIFA, dass sie in die neue Saison reingeswitcht wird, oder? Nee, ich glaube, sie haben es geändert, ich glaube, doch, Juli gehört doch, gehört Juli schon, doch, Juli gehört doch schon zur neuen Saison, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Müssen wir nochmal kurz gucken. Ich glaube, nee, Juli gehört noch zur alten Saison. Wahrscheinlich haben sie es doch geändert jetzt. Nee, gehört zur neuen. Das heißt, die EM findet wieder parallel zur neuen Saison statt. Das heißt, wir müssen leider die Überblicksfolge, wer noch neu dabei ist und es nicht kennt, die Überblicksfolge ist eine komplett schöne, ausführliche Folge, wo wir uns alle Tabellen in Ruhe angucken. Hier in der Hauptserie sind die alle interessant, in den Nebenserien sind die anderen Tabellen jetzt nicht so spannend. Und nein, ich will nicht simulieren. Und ich glaube, es ist auch unser letztes Heimspiel in dieser Saison. Das kommt auch noch dazu. Ja, ich glaube, wir spielen auch wieder genauso weiter. Spahic ist natürlich raus. Giroud darf spielen, ist ganz klar. Lazaro war ganz okay. Setzen wir mal wieder mit auf die Bank. Dybala, Marcos nehmen wir mal noch raus. Hier, guck mal, der Parker und der Esser sind jetzt hier drin, aber die werde ich wahrscheinlich auch noch ausleihen. Weil Drobny und Adler sind in der zweiten Saison auf jeden Fall noch am Start. Aber wir suchen hier schon einen Torwart, der ab der dritten Saison Adler ersetzen soll, eventuell, je nachdem wie gut Adler noch drauf ist und gucken mal, was noch so geht. Ich werde mal jetzt nichts groß ändern, weil das einfach extremst gut klappt. So, Stolz nehme ich mal raus, Ødegaard rein. So, ansonsten bleibe ich so, weil Dickmeier, gut, der hat zwei, drei Schussfehler wie jeder normale Spieler gemacht gegen Mainz, aber mein Gott, die waren alle klasse. War Eigel auf 71 hoch. Habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, aber freut mich. Und dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig und los. Es geht los. Entscheidungsspiel heute. Eventuell könnte es entscheiden,
Nämlich Hamburg SV gegen Wolfsburg, Entscheidungsspiel. Jetzt denkt ihr, hä, aber die Gegner sind doch wichtig, wie sie spielen. Fakt ist, wenn wir hier keine 3 Punkte holen, dann brauchen wir auch nicht mehr zu gucken, wie Hannover, wie Gladbach und wie Augsburg spielt, weil dann können wir es eh nicht mehr erreichen. Wir brauchen, wie wir es hier nochmal sehen, definitiv 3 Siege. Gladbach hat schon die 50 Punkte erreicht, wie ich gerade sehe. Oh oh, also Gladbach können wir fast nicht mehr erreichen. Das ist schon fast unmöglich. Wir müssen auf Hannover achten. Also Gladbach dürfte eindeutig jetzt keine Punkte holen. Fokus ist heute der Schürrle. Und Gladbach hat ja auch noch 3 Spiele vor sich, oder 2 Spiele vor sich. Das heißt, Gladbach können wir schon abhaken. Es ist wirklich nur noch Platz 6 möglich. Und das ist auch wirklich nur noch minimal, was Hannover 96 angeht. Wir sehen jetzt mal auf die Aufstellung. René hat natürlich ein Tor. Diekmeyer, Kleber, Giroud, Sakai. Das bleibt so. Weigel, die ist natürlich der Sechser. Hobby ins Dreimittelfeld. Zimmer vorne mit Stieber, Lasogga. Zimmer auch nur vorne, weil Müller leider immer verletzt ist. Und ich denke, mit viel Glück ist er vielleicht im Finale gegen Gladbach dabei. Aber ich denke, für diese Saison ist für ihn gelaufen. Schauen wir mal Startelf. Benaglio natürlich ein Tor bei Wolfsburg. Benaglio, haben die nicht Leno? Die haben doch nicht Leno. Krass. Gut, Dante, Naldo, Rodriguez, Jung, Luis Gustavo, Arnold Schürrle, Verinha und Max Kruse da vorne drin. Wolfsburg fängt an. Von links nach rechts. Wenn mein Zettel jetzt hier irgendwo ist, kann ich auch noch sagen, wie das Hinspiel ausging. 1:1 ging das aus. Das war auch ganz okay. Bloß das einzige Ärgerliche daran war, dass Wolfsburg da noch im Abstiegskampf war. Da waren die in der Mega-Krise und jetzt macht Diaz den Fehlpass auf Kruse. Da wollten wir eigentlich richtig gewinnen gegen Wolfsburg und haben dann richtig schlecht gespielt eigentlich vom Verhältnis her der Lage, der Situation. Und ich glaube, jetzt war es nicht ein Foul, sondern ein Handspiel von Kleber und eine verdammt gute... es gibt sogar Gelb. Hätte ich nicht gedacht. Verdammt gute Position. Wir wissen, wie gut das Rodriguez kann. Aber es macht das Rodriguez? Nein, das macht nicht Rodriguez. Sie machen es kurz und knapp. Kleber ist dazwischen. Und jetzt gibt es einen Elfmeter, weil schon wieder die Hand dabei ist. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch wirklich nicht jetzt. Das will ich nochmal sehen. Der Schuss kommt da. Wo war denn da eine Hand? Das waren die Eier. Oder ist er gegen ihn und dann gegen... ja, das würde jetzt natürlich echt ein Problem für uns geben. Kruse wird das machen. Kruse und Adler hält! Adler hält mit dem Nachschuss nur klären. Sensationell! Sieht man selten, dass Adler einen Elfmeter bei mir hält. Und jetzt der Ball weit nach vorne. Zimmer holt sich den. Lasogga. Muss leider stoppen. Kleber. Wollte es heute ein bisschen spannender machen, der Kleber. Zimmer. Diekmeyer, schön gespielt auf Diaz und Naldo rettet noch, dass es keine Ecke gibt. Verdammt. Stieber, guter Einsatz, aber da ist ein Luis Gustavo. Oh, er kommt dazu einfach durch hier. Zimmer wollte noch ran. Diaz bleibt noch dran, bleibt sehr gut dran. Hoppi. Oh, Luis Gustavo einfach angeschossen, nicht gut. Schürrle. Schlecht gespielt vom Nationalstürmer. Weigel sieht, dass Stieber frei ist. Aber was ist das denn für ein Chaotenfußball? Warum nimmt Stieber den an? Warum läuft da Lasogga jetzt so weit raus? Oh, Mann, Leute. Bessere Abstimmung bitte. Kommunikation ist wichtig im Fußball. Dante. Kleber holt sich den Ball. Spielt das jetzt richtig gut auf Sakai. Sakai schießt und die Möglichkeit wäre da gewesen. Riskant. Benaglio. Ich verstehe immer noch nicht, warum man einen Leno holt und dann einen Benaglio spielen lässt. Das ist echt interessant. Auf jeden Fall. Rodriguez. Naldo. Arnold. Jung. Lasogga holt sich den Ball, dass die Offensive ein bisschen was kriegt. Sakai. Weigel. Raus auf Zimmer. Und der spielt das. Ah, das sah an sich schön aus. Aber Lasogga, bevor ich ihn gespielt habe, hat er schon abgebremst. Giroud. Ah, ich dachte schon, zweift er wieder Hand. Der Kollege, der unparteiische. Nette Kollege. Und Diaz kämpft sich da einfach mal komplett durch alle durch. Kleber weit vorne. Und Dante vor Hotby. Arnold. Wieder Arnold zurück zu Naldo. Jung. Schürrle. Immer noch Schürrle. Und Diekmeyer holt sich die Pille. Diekmeyer, ja. Mist. Er wusste nicht, wo er hinspielen soll.
war keiner wirklich frei und dann macht das nicht ganz ordentlich und jetzt ist Wolfsburg dran mit Naldo, aber HSV macht bisher gut mit dem Angriff, mit dem Pressing und jetzt muss ein Foul sein, ja. Wir sehen, das ist das Finale, 34. Spieltag, Augsburg empfängt HSV. Wir haben heute das letzte Heimspiel in der ersten Saison, in der ersten Staffel. Und das ist auch noch ein Entscheidungsspiel und ich würde so gerne heute die Fans so mega jubeln hören. Wir brauchen einfach nur ein 1-0, ist mir egal, wie lächerlich es wird. Hauptsache, wir holen 3 Punkte. Natürlich, umso mehr Tore, desto besser noch die Tordifferenz. Könnte am Ende entscheidend werden. Schön gespielt von Lasogga, Holtby, richtig gut jetzt und... Ja, Stieber kommt dann doch mit der Geschwindigkeit nicht mehr so mit wie geplant. Holtby bekommt den Ball von Stieber, stoppt nochmal. Richtig gut und jetzt in den Rücken von Diaz. Oh. Kleber. Diekmeyer auf Zimmer. Zimmer mit dem Flügelwechsel auf Sakai. Sehr schön und ordentlich gespielt. Stieber bleibt da am Ball. Stieber muss die Flanke reinbringen. Ja, nicht gut gespielt und Dante und Naldo musst du ein bisschen besser lösen, das Problem. Luis Gustavo, hey, löst das sehr schön auf Schürrle. Schürrle platzt jetzt mal wieder für Wolfsburg, aber Kleber ist da und Zimmer ist vor dem schnellen Schürrle da. So muss man das auch mal sehen. Diekmeyer und Zimmer hat viel Platz, Zimmer hat richtig viel Platz, bringt den Ball richtig weit und Benaglio muss da noch richtig weg vom Steinbuch von den Hamburger Sportverein Stieber. Ein bisschen nach seiner Tor-Mega-Torsache, ein bisschen, ja, versteckt sich so ein wenig, macht keine schlechten Spiele, aber versteckt sich ein wenig. Jetzt am Ball, Sakai in die Mitte auf Holtby und das ist Weigel, richtig gut gespielt und kriegt den Ball nicht. Och, schade, Weigel und Holtby wollten mir mal Wolfsburg zeigen, was der HSV alles kombinationsmäßig drauf hat. Giroud macht da Pressing und wieder muss Kruse und der VfL nach hinten spielen den Ball. Also es klappt sehr, sehr gut. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel loben und dann doch was kassieren. Virinha. Wieder Virinha. Und Stieber ist da. Sakai. Oh, Diaz bekommt die Pille noch. Und jetzt könnte es mal gut werden. Lasogga auf den schnellen Zimmer und er kommt nicht gegen Dante ran und er kriegt den Freistoß. Er kriegt den Freistoß perfekt. Hätte er lieber das Eigentor zählen lassen können. Es gibt einen Freistoß, den Diaz vielleicht verwandeln könnte. Nicht Lasogga. Ich guck nochmal ganz kurz um Lasogga. Nee, das muss der Diaz wieder machen. Nicht ganz klar und es ist perfekter Winkel. Und ich glaube, zu doll gemacht. Diaz, Tor! Ja, Mann! Diaz 1-0. Er macht's wie gegen Karlsruhe in der Relegation. Ein bisschen weiter weg war der Ball. Ein paar Meter mehr. Und dann macht er das Ding rein. Wir führen gegen Wolfsburg im Entscheidungsspiel. Jetzt, wenn das so ausgehen sollte, das Spiel, müssen wir nur noch auf 8 wie Hannover spielen. Wunderschöner Freistoß. Und die Mauer, wenn sie umgegangen wäre, wäre abgeblockt gewesen. Definitiv schlecht gemacht von Wolfsburg. Diaz mit seinem 6. Tor schon. Also hat eine gute Rückrunde gespielt. Und auch wenn ich erzählt habe, dass ich überlege, Geist zu holen. Ich werde ihn nicht verkaufen oder sonst was, der Diaz. Er wird seine Chance bekommen. Und wenn er besser ist als ein Geist oder ein Demmerbay oder ein Weigel als Sechser, dann ist er wieder Stammspieler. Aber ich muss für die Zukunft planen. Das ist mir wichtig. Und jetzt die Chance, gleich den Ausgleich zu machen. Lassen wir uns mal Zeit. Da ist er wieder, der Diaz. Und das macht er jetzt nicht so prickelnd. Holtby macht da nochmal ein bisschen Druck. Nochmal die Chance. Kleber. War das wieder ein Handspiel? Nein. Da ist er wieder, der Kleber. Jetzt ist natürlich Pressing angesagt von Wolfsburger Seite aus. Die brauchen einen Sieg. Die wollen natürlich, obwohl die sind ja schon international dabei, aber sie wollen lieber Champions League spielen, denke ich. Und nicht Europa League. Arnold. Wieder Arnold. Hier drüber. Wenn wir das Spiel doch nur gegen Bremen nicht so vermasselt hätten, dann würde die Lage jetzt nicht so komplex aussehen und nicht so, ja, dass nicht der Gegner das entscheiden muss. Oder dass wir nicht so viel auf den Gegner achten müssten. Und jetzt ist erstmal Halbzeitpause für 0:1. Ein Traumtor von Diaz. Ganz klar. Und wunderbar auch.
Und wir schauen mal. Köln, Bremen 0-1. Leverkusen führt gegen Gladbach 0-1. Ganz wichtig, weil Gladbach hat ja 50 Punkte. Das wissen wir schon. Ingolstadt gegen Bayern 0-1. Frankfurt, Dortmund 1-0. Hannover gegen Hoffenheim 1-1. Noch in Ordnung, aber sie sollten so wenig Punkte wie möglich kriegen. Bitte Hoffenheim, gebt Gas und gewinnt das Ding noch. Hertha gegen Darmstadt 1-0. Und Schalke liegt gegen Augsburg 0-1 hinten dran. Das ist auch ganz schlecht für uns. Schalke gibt Gas. Stuttgart gegen Mainz noch 1-1. Jetzt ist ja so, 33. Spieltag. Jetzt spielen ja alle. Also wenn FIFA das, also EA auch so programmiert hat, dann spielen ja jetzt 33 Spieltage und 34 Spieltage alle. So ist es in Real Life. Und ich glaube, EA hat so ein bisschen den Kalender auch in Real Life angepasst. Ein wenig zumindest, was eben machbar war. Sakai. Weigel. Boah, täuscht da an und hat jetzt ein bisschen Platz. Weigel spielt das nicht gut, bekommt aber den Ball wieder. Arnold. Ah, da habe ich zu viel gerannt. Wenn ich nicht rennen gedrückt hätte, Weigel vielleicht besser unter Kontrolle gehabt. Virinha. Immer noch Virinha. Jung. Virinha wieder am Ball. Und Sakai macht da so ein. Ja, es war so eine Form taktisches Foul. Ob das so schlauer, weiß ich nicht. Pässe 62%, 91 Wolfsburg. Ist natürlich immer wenig beim HSV. Aber solange wir effektiv vom Tor sind, ist mir das so schnuppe egal. Am Ende zählen die Punkte und die Chance. Wow, Naldo, das war nicht schlecht. Respekt. Wenn er noch drin wäre, doppelter Respekt. Richtig schöner Kopfball. Adler, tolle Parade, aber der Ball geht rüpp. Abstoß. René Adler, unser Kapitän. Auf den kleinen Dia. Eigentlich war geplant auf Hort, wie der frei für mich aussah. Jetzt muss man natürlich aufpassen, weil seit dem 1-0 gibt Wolfsburg ein bisschen mehr Gas. Vorher sind sie ein bisschen ruhiger angegangen und jetzt... Ah, Diaz hätte fast den Ball noch gekriegt. Jung. Und Holpi hat ein gutes Stellungsspiel. Macht das jetzt auch klasse hier. Diaz muss ein bisschen abbrechen. Kein Platz. Und er sieht, dass Zimmer gestartet ist. Nicht gut gespielt, aber Zimmer gewinnt den Kopfball hier. La Soga. Was macht er denn jetzt? Ich weiß es noch nicht. Spielt das aber gut auf. Stieber, Tor, wir führen! Immer noch und diesmal 2-0 durch Stieber. Er kann es also doch noch. Schauen wir doch mal. Lassauer, er setzt sich hier gegen 3 durch und dann wartet er noch. Passt. Stieber setzt sich durch, lässt sich nicht ärgern von Virinha. Mit dem linken Fuß zieht er ins kürzere Eck und macht das 2-0. Und das gegen Wolfsburg, das ist ein Entscheidungsspiel. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Gegner richtig so spielen, wie wir uns das wünschen. Dann wird das gegen Augsburg in der nächsten Folge das krasseste Ding aller Zeiten. Das spannendste überhaupt. Jibas viertes Tor und auch er ist eigentlich für mich in der Hinrunde aussortiert gewesen, wenn ihr euch erinnern könnt. Jetzt ist er auf jeden Fall für mich gesetzt für die zweite Saison. Ganz klar. Und ich hoffe natürlich, meistens ist es ja so, wenn man die neue Saison startet, dass eine Formation, die man gerade so gut kann, nicht mehr funktioniert. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist, dass sie weiterhin gut bleibt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht Anschlusstreffer kassieren. Sakai ist da, holt sich den Ball. Lasogga. Dybala haben wir ausgeliehen und brauchen ihn fast schon gar nicht mehr. Durch die neue Formation. Aber so ist das manchmal im Fußball. Erst plant man das und dann brauchen wir es doch nicht mehr. Wolfsburg muss am letzten Spieltag gegen Stuttgart dran. Stuttgart auch immer so ein bissiger Verein. Kann man immer schwer einschätzen, ob das jetzt einfach oder schwer wird. Schürrle auf Kruse. Wo ist Gustavo? Und Weigel rennt einfach mal rein, holt sich den Ball. Der HSV will hier mehr und leider war es ein Abseits von Lasogga. Und ich glaube, wir machen mal den ersten Wechsel. Und ich glaube, eigentlich würde ich Lasogga rausnehmen, aber irgendwie auch nicht. Ah, ich lasse mal ein bisschen spielen noch. Aber ich glaube, ich bringe gleich Demir bei und Dybala. So die Standardwechsel, die zurzeit einfach gut funktionieren. Vielleicht Lazaro noch für Zimmer, dass der Spielpraxis kriegt. Aber jetzt erstmal Sakai und wir dürfen kein Gegentor kriegen, weil sonst wird es nochmal spannend. Sakai muss erstmal zurückspielen. Diaz. Giroud. Weigel. Weigel kommt da durch und jetzt lässt er Zimmer starten. Keine gute Ballannahme. Bleibt am Ball. Raus auf Stieber. Gewinnt den Kopfball. Auf Lasogga. Und dann wurde. Da war doch noch einer dazwischen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, als wenn er das Ding so verhauen würde. Das will ich nochmal sehen in der Wiederholung, falls möglich. Nein, wir sehen lieber nochmal dieses geniale Tor von Stieber. Richtig geil, wie er sich da durchgesetzt hat. Lobe ich ihn sehr. Richtig coole Sache.
Und jetzt Abstoß Benaglio. Vielleicht hätten sie doch Leno spielen lassen sollen. Oder er hat sie vielleicht verletzt, das weiß ich natürlich nicht. Hab jetzt die News nicht abgecheckt. Muss man wieder öfter machen. Aber dann gehen die Videos noch länger. Sakai. Diaz verliert den Ball gegen Luis Gustavo. Und da wollte ich erst Trikotzupfen machen. Taktisches Foul. Jetzt müssen wir aufpassen. Und was? Für nicht ein schönes Tor. Von Bastos, der eingewechselt wurde. Wenn man jetzt auch mal die ersten Wechsel. Und zwar Lasogga geht raus. Dybala kommt rein. Weigel geht raus. Demirbay kommt rein. Und bringe nicht Lazaro, sondern diesmal bringe ich Ødegaard für Holtby. Habe ich gerade so spontan entschieden, weil der Lazaro hat gerade Form wieder normal, neutral, das ist okay. Und Ødegaard müssen wir auch mal hochkriegen, dass er dann in der zweiten Saison sollen ja diese ganzen Leihspieler, diese Jungspieler, eine bisschen größere Rolle spielen. Und falls wir doch noch schaffen sollten, international zu spielen, werden die noch eine größere Rolle, weil wir dann ja einen breiteren Kader brauchen wegen zu viele englische Wochen und so ein Käse. Sakai, oh, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Schlechter Pass, Sakai, vielleicht kriege ich das wieder hin gegen Virinha. Macht er gut, Diaz holt sich die Pille. Dybala bekommt die nicht. Den Ball, Sakai, wieder gut gemacht. Warum sich eigentlich die Hamburger noch warm machen? Kann ich doch noch mal einmal wechseln, habe ich noch was verpeilt? Sakai, Caligiuri. Nicht Sakai, sondern Sakai sollte. Und jetzt, Achtung, nicht faulen. Und Lasogga, wollte ich gerade sagen. Nein, das war Luis Gustavo. Was ist denn heute los? Ich habe doch dreimal gewechselt. Habe ich, ja. Finde ich aber witzig, dass da immer noch sich Hamburger Spieler warm machen. Oder waren das Wolfsburger Spieler? Ja, seht ihr da? Da machen sie sich immer noch warm links. Kann ja gar nicht sein. Wir haben dreimal gewechselt. Oder gibt es eine neue Regel, wir dürfen viermal wechseln? Giroud. Demirbay. Diekmeyer. Oh. Wieder so ein unnötiger Fehlpass, den ich nicht geplant hatte. Und jetzt Kopfball zurück. Genau. Alles gechillt, ruhig. Diekmeyer, vielleicht macht er jetzt mal ordentlich. Macht er. Zimmer auf Dybala. Und wenn er es richtig macht, dann ist er ein Flitzer und kann hier vielleicht noch was holen. Für mich ein Foul. Für mich ein Foul. Und oh, er hat sich verletzt. Zum Glück nichts Schlimmes. Vibriert hier der Joystick. Und jetzt wollen wir Diaz 2.0 machen. Ich würde sagen, wir machen, jetzt gibt es erstmal Ärger, sind über den Freistoßspray rübergetappt. Das dürfen die natürlich nicht, deswegen gibt es die gelbe Karte für einen der Spieler. Und ich würde gerne, falls mir das EA erlaubt, gerne mal Dankeschön. Oder FIFA an sich, konnte irgendwie auch machen. Ich würde gerne Diaz 2.0 machen. Das wäre schon mega legendär, wenn das klappt. Diaz 2.0! Ja! Nein! Diaz! Und dann Ecke. Oh! Das hätte ich, da will ich die Torkamera sehen. Da will ich die Torkamera bitte sehen. Für mich war das ja fast schon drin. Das wäre doch so schön gewesen, wenn das jetzt hier ein Diaz 2.0 gewesen wäre. Und das sieht man hier ordentlich, dass das auf jeden Fall eine Ecke für uns ist. Das wäre 3-0. Das wäre eine Sensation gegen Wolfsburg, Freunde. Ah, ich sehe hier, der ist hier richtig schön frei. Der Dybala, deswegen versuche ich das mal. Der ist hier richtig schön frei. Nochmal auf Zimmer. Und Kleber muss aber gucken, was er jetzt macht. Giroud, die beiden Abwehrspieler. Und okay, das war nicht gut gelöst. Bleiben im Ballbesitz. Demirbay wird da umgehauen. Nicht sehr nett. Kleber. Dybala. Zimmer, gut gesehen. Auf Diekmeyer. Und Sakai kommt da nicht mehr ran. Dante, für mich kein Foul. Nee, nee, muss weitergehen. Geht's auch. Wieder Demirbay, Kopfballsieger. Aber jetzt kommt die Möglichkeit Wolfsburg. Achtung, wir müssen aufpassen. Demirbay macht das klasse. Fällt immer wieder mehr auf. Wird Konkurrenz für die nächste Saison. Ødegaard wird gefoult. Ein Demirbay fällt mir mehr auf als ein Ødegaard. Das ist schon mal krass, ne? Also gut, da hat er natürlich mehr Stärke, aber trotzdem. Oh, das war jetzt schlecht. Mensch. Einfach Ball annehmen, Demirbay, bitte. Sei so freundlich. Dann hast du richtig viel Platz. Noch 3 Minuten. Ich glaube nicht mehr, dass das hier geritzt wird von Wolfsburg. Schöner Ball auf Dybala. Und jetzt kommt natürlich Benaglio raus. Ah, schade. Ein Schritt mehr. Und jetzt Dybala. Komm schon. Das wäre doch wirklich geil geworden. War extrem geil. Nachspielzeit läuft, Leute. Ich glaube, das Ding ist geritzt. Wir gewinnen das Entscheidungsspiel. Und jetzt müssen wir auf die Gegner achten. Natürlich müssen wir auch gegen Augsburg noch gewinnen. Aber je nachdem, wenn natürlich Gladbach und Wolfsburg, Hannover Punkte gemacht haben, dann ist es uns egal. Dann können wir auch gegen Augsburg verlieren. Das bringt uns dann nichts mehr. Was natürlich internationale Plätze angeht. Ein Sieg bringt uns immer. Und jetzt gibt es nochmal 11 Meter für den Hamburger SV. In der Nachspielzeit. Draxler, ein unnötiges Foul.
fällt mir mal wieder positiv auf. Also wenn ich ihn einwechsel, ist gut. Wenn er von Anfang an spielt, noch nicht so ganz. Aber ich glaube, der hat Zukunft. Und ich würde sagen, mal gucken, ob Dybala kann. Elfmeter richtig gut. Ja, lass uns mal Dybala. Oh, jetzt habe ich ein bisschen verbockt. Dybala! 3:0 gegen Wolfsburg. Tordifferenz, Leute. Ist auch noch verdammt wichtig. Eventuell. Und Dybala macht das 3:0. War schon ein bisschen riskant, wie ich es gemacht habe. Aber gut, Benayou ist ein Torwart, der sowas halten kann. Guck mal, wie direkt der auf den Torwart draufgegangen ist. Und trotzdem war er drin. Uns kann es egal sein, wenn Benayou nicht hält. Denn wir führen 3:0 gegen Wolfsburg. Eine Sensation, wenn man noch zurückdenkt, was vorher war in dieser Liga. Beziehungsweise in dieser Saison. Zweites Tor für Dybala, gerade mal für den HSV. Und das Abpfiff. Wir gewinnen 3:0 gegen Wolfsburg. Und wir können damit nicht nur die Chance gleich noch haben, international zu spielen. Nein, wir haben vielleicht auch Wolfsburg die Suppe versalzt, was die Champions-League-Plätze angeht. Je nachdem. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ich freue mich, dass wir unser letztes Heimspiel mit einem Sensationsspiel abschließen konnten. Jetzt geht es nur noch nach Augsburg und dann nach Berlin, DFB-Pokalfinale. Und wir schließen vielleicht die Saison noch richtig gut ab, nachdem es einer der schlimmsten Rückrundenstarts der überhaupt war in meiner FIFA-Geschichte. Das muss man mal sagen. Aber wir haben die Krise beseitigt. Ich habe Entscheidungen getroffen, die waren genau richtig. Und jetzt haben wir es richtig gut gemacht. 2-3 Spiele haben wir nicht ordentlich gewonnen oder gepunktet. Aber jetzt sind wir voll dabei. 3:0-Sieg. Aber was für ein geiles 3:0-Siegchen. Und ich bin gespannt. Lass uns mal kurz gucken hier. Hannover spielt ein 1-1 und Gladbach spielt ein 1-1. Also Gladbach können wir nicht mehr einholen. Oh nein, Leute. Hannover hat jetzt auch 50 Punkte. Es gibt's nicht, Leute. Die Entscheidung wird so sein. Hannover muss das nächste Spiel gewinnen. Und ich bitte wirklich, dass Hannover jetzt gleich, wir gucken uns das gleich an, gegen Bayern spielt oder gegen Dortmund. Ich bitte, bitte, bitte. Dann verlieren sie das und wir gewinnen gegen Augsburg. Und durch die geile Tordifferenz, die wir uns hart erarbeitet haben in der Rückrunde, wären wir noch Sechster. Wenn jetzt Hannover gegen Darmstadt oder Ingolstadt spielt, Leute, ein einziger Punkt reicht, dass wir es nicht schaffen. Also die nächste Folge, Leute, die wird herzinfarktmäßig. Wir schauen mal. Gegen die Bayern! Ja, ja, ja! Das ist ja wie ein gefühlter Sieg. Natürlich heißt nicht, dass die Bayern gewinnen, aber sie spielen gegen die Bayern, Leute. Ist das nicht eine Hoffnung? Ist das nicht Hoffnung für den sechsten Platz, dass wir das eventuell noch ritzen? Das wäre doch mal absolut legendär, wenn wir das schaffen, oder? Mal ehrlich jetzt. Mal ehrlich, die spielen genau gegen die Bayern. Ich fass es nicht. Es gibt doch noch einen Gott, einen Fußballgott im Himmel. Und wenn wir das gegen Augsburg nicht verbocken, dann bin ich mir fast schon sicher, dass wir es schaffen. Und wenn Bayern das verbockt, dann bin ich aber richtig stinkig auf die Bayern. Ganz ehrlich hier, ne? Hier keine Wettbewerbsverzerrung, liebe Freunde. Das war's von mir. Ich bin jetzt extrem heiß auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Die seht ihr ja auch demnächst auf meinem Kanal. Tschüssi!